Im nächsten Einsatz für Marco Hauptmann und Isabel Telly steht ein Zimmermädchen unter Verdacht. In einem Hotel ist die Situation mit einem Gast eskaliert. Ich komme gar nicht runter, weil die klaut hier meine Uhr, meine teure Uhr. So, das klären wir. Ich bin seit 10 Jahren hier Gast und an sowas muss ich mir nicht gefallen. Ja, genau, okay. Ich bin Frau Hahn. Genau, ich arbeite. Ich will ja auch mal wissen, mit wem ich es hier zu tun habe. Ich bin der Pascal, der Sie angerufen hat. Okay, gut. Ah, so, okay. Sie sind Anrufer, das ist schon mal gut. Ja, genau, richtig. Haben wir das auch schon mal geklärt? Jawohl. Bitte schön. Alles klar. Ja. Okay, dann erzählen Sie mir mal, Herr Becker, was ist denn hier vorgefallen? Also Ihre Uhr fehlt. Ja, genau, meine teure Uhr fehlt, ja. Genau. Ich bin seit 10 Jahren hier Gast, Stammgast, ja, und ja. Ich komme vom Frühstück hierher und dann will ich auschecken, dann sehe ich, mir fehlt meine Uhr, meine teure Uhr, von meinem Vater geschenkt bekommen. Ja. Okay. Und jetzt wird sie hier verdächtigt? Ja, natürlich, und die klar, sie war ja die ist doch gut, Letzte. Ist doch gut. Können Sie mal beschreiben, was das für eine Uhr ist? Das war eine Rolex. Eine Rolex, ja. Okay. Gut. Na gut, Farbe, die hat ja auch Gold, einen ordentlichen Wert Gold, wahrscheinlich. Ja, so goldlich. Okay. Ja. Ist das Ihr Koffer? Ja. Der gehört das zu ist Ihnen. Mein okay. Koffer, ja. Ich habe, wie gesagt, ja, ausgecheckt und jetzt sehe ich Sie, dass Sie hier meine. Welches Zimmer war denn Ihr Zimmer? Das hier? Das? Oder wo waren Sie jetzt drin? Hier. Hier? Ja. Und wie kommen Sie darauf, dass Sie jetzt die Uhr hat? Ja, weil Sie als Letztes hier wieder. Hey, Sie sollen sich erstmal beruhigen. Ich möchte jetzt nicht, dass Sie nochmal hier rumschmeißen mit irgendwas. Haben wir uns verstanden? Mir jetzt. So. Ja. 10 Jahre hier und sowas ist mir noch nie passiert. Ich verspreche Ihnen, ich habe nichts geklaut. Ich ja, genau, das sagen Sie immer. Das sagen die immer. Ich würde niemals hier irgendwas klauen oder irgendwas machen. Ich arbeite seit Jahren hier. Was würde mir denn einfallen, einen Gast zu bestehlen? Ja, natürlich, selbstverständlich. Warum nicht? Entschuldigung, kann hier bitte ein bisschen leiser gesprochen werden? Wir sind hier ein Hotel. Ja, guten Tag. Und was geht's denn, Herr Becker? Was ist denn los? Und Ihre Dame hat in meinem Zimmer meine teure Rolex-Uhr gestohlen. Komm mal bitte her, Marie. Wie kommen Sie darauf, Herr Becker? Ja, natürlich, weil sie als Letztes in meinem Zimmer war. Das Zimmermädchen zeigt sich kooperativ und stimmt einer Durchsuchung zu. Während Marco Hauptmann den Putzwagen unter die Lupe nimmt, befragt Isabel Telly die Hotelchefin. Wir werden da auf jeden Fall. Und Sie sind hier die Chefin, ja? Frau Hilden? Ich bin die Frau Hilden. Hotelinhaber. In einer Besprechung. Ja. Und mich hat auch informiert. Darf ich? Nur nicht, dass ja, ich würde gerne Ihnen auch noch mal ein paar Fragen stellen. Ihre Mitarbeiterin sagt, sie arbeitet seit 9 Jahren hier. Ist das seit richtig? Seit 9 Jahren. Genau. Und zuverlässig? Sehr zuverlässig. Schon mal irgendwie so eine Beschwerde gehabt? Nein, an der überhaupt Nein. gar okay. nicht. Ich kann ja eigentlich und den Herrn kennen Sie aber auch, weil er hier schon öfter eingebucht war. Also, okay. Herr Becker ist ein Stammgast von uns. Ich wollte genau. Und hier gab es aber auch noch nie Probleme. Richtig? Nein. Ist das die Uhr? Okay, das ist. Ja, das ist meine Uhr, genau. Das ist die Uhr, ja? Ja, genau. Okay. Ich kann Ihnen nicht erklären, wie die. Ich hab die wirklich nicht genau. Ich weiß nicht, wie die da reinkommen. Ich würde niemals stehen. Wirklich nicht. Ich habe keine Ahnung. Ja, und wie stellen Sie sich das vor? Warum ist es dann meine Uhr in Ihrem Wagen? Sagen Sie mir das. Warum? Ja. Im Haus. Nee, aber ist doch so. Nicht wer lauter schreit, hat auch mehr Recht. Ne? Das bringt ich gar nichts. Aber trotzdem, ich meine, sowas regt halt einen auf. Ja, ich verstehe das, aber das können wir auch in Ruhe klären. Das war die Absprache. Das ist die Jana. Was war denn das? Darf ich mal ganz gut? Ja. Da schreit jemand um Hilfe. Ich nehme die Uhr erstmal an mich. Was kommt hier raus? Haben Sie eine Karte? Ja, ich habe eine Karte. Was ist denn hier los? Ja, mehrere eingecheckt oder wissen? Das frage ich mich. Hilfe! Ich will hier raus! Was ist das denn? Hilfe! Hallo? Was ist denn passiert? Hallo! Hallo! Oh mein Gott! Hallo! Polizei. Lassen Sie mich hier raus, bitte! Sagen Sie mal, wie sind Sie denn da reingekommen? Ich wollte mich gerade hinsetzen, auf jemand hat das Bett zusammengeklappt. Hilfe, lassen Sie mich doch hier raus! Ja, dann verhalten Sie sich mal ruhig. Setzen Sie mal Frau das Bett hier, auf das Bett hier. Genau, bitte. Beruhigen Sie sich mal. Hilfe! Ist Ihnen was passiert? Haben Sie sich verletzt? Nein! Beruhigen Sie sich jetzt erstmal. Wie ist denn das passiert? Ich wollte bloß mich kurz hinlegen. Ja. Und dann auf einmal hab mir Musik angemacht. Und auf einmal ist es zusammengeklappt. Mir ist ja nicht schlecht. Oh, okay, Hilfe. Aber es ist nicht so passiert. Ist das Ihr Handy? Nein. Ja, ist mein Handy. Oh. Okay, das gebe ich Ihnen jetzt erstmal. Danke. Aber ich kann nicht mehr. Oh, so. Kann ich mal einen Schluck Wasser haben oder irgendwie sowas? Ja, das wäre ganz nett. Mal mit ein Glas Wasser. Ich kann nicht mehr.
fertig. Also ein Unfall, ja? Um das noch mal klarzustellen, es war jetzt keiner, den die hier irgendwie, der dafür verantwortlich ist, sondern es ist mehr oder weniger ein Unfall hier. Dieses. Ich weiß es nicht, wie es passiert ist. Ich hatte mich hingelegt, hatte mir die Kopfhörer. Aber Sie haben keinen gesehen. Ich habe keinen gesehen und alles. Ja. Die Beweislage ist doch wohl sicher, oder? Dass sie das war. Da das Bett zusammengebunden war, müssen die Beamten von einem böswilligen Anschlag ausgehen. Die Dame wurde jedoch nicht nur in diese Lage gebracht, sondern auch noch bestohlen. Ganz genau, ruhig. Einer nach dem anderen. Okay, wir haben jetzt eine vermisste Uhr, die haben wir gefunden. Ja. Auf Ihrem Wagen. Ja. Hier mal Sie gucken. Vermissen jetzt was? Ein Ring von meinem Mann, den habe ich geschenkt bekommen. Ist ein goldener Ring mit ganz vielen kleinen Steinen. Den hatte ich jetzt zu mir Geburtstag geschenkt bekommen. Wo lag der, als der lag, das letzte Mal? Der lag hier, den hatte ich hier abgelegt, weil ich dachte, da ist er sicher, weil Schauen wenn ich mich hinlege. Aber hier ist doch wirklich nichts. Okay. Nichts, wirklich nicht. Ich habe den hier wirklich hingelegt. Ich weiß gar nicht, wo der ist jetzt auf einmal. Sie hatten ja noch vorhin gesagt, dass Sie noch eine zweite Mitarbeiterin hier oben auf der Etage haben. Dann würde ich mal vorschlagen, dass wir versuchen, die jetzt mal ausfindig zu machen. Sie kennen die auch, die Kollegin, denke ich mal. Ne? Das gut, ist dass eine wir gute die jetzt mal Idee. Ausfindig machen, dass wir niemand dazu einfach gefahren. Ja. Ist wo das wäre Zimmer, die jetzt? Ihr Zimmer, was Sie sauber machen hier? Oder? Ich war hier die überhaupt nicht drin. Ich war gerade erst da vorne vor dem Zimmer, wo Sie mich gesehen hatten. Ich habe gerade das Zimmer von dem hergemacht. Ich war hier noch nicht drin. Okay, alles klar. Also ich war da. Ach, Sie sind gerade dabei, schon hier ein bisschen Ordnung zu machen, ne? Aber Sie haben hier normalerweise als Sie das Zimmer jetzt, oder was Sie müssen jetzt sag mal ganz ehrlich, was denn hier passiert? Kannst du mir mal bitte eben kurz sagen, warum du die gelben Handschuhe anhast? Wir haben schon dreimal darüber diskutiert. Aber nicht in diesem Hotel auf diesem Gang. Ich möchte die gelben Handschuhe hier nicht sehen. Die kannst du gerne bei der Toilette benutzen, aber nicht hier. Nee, also ich war hier noch gar nicht in dem Bereich. Wir teilen das morgens immer auf. Ich habe da hinten die Zimmer gemacht. Marie war anscheinend hier. Ja, ist auch noch kein weiterer Gast, der sich auch noch gemeldet hat, dass irgendwas fehlt. Also war ja gar nicht. Also wir haben das noch nie hier im Haus gehabt. Ja. Dann ziehst du bitte jetzt sofort die gelben Handschuhe aus. Was ist denn mit den Handschuhen? Ich Wir sind ein sehr tolles Hotel. Wir haben 4 Sterne. Wir haben einen Namen, einen Ruf. Und ich habe Hautallergie mit den Putzen. Wir haben darüber gesprochen und ich möchte auch nicht diskutieren. Die Handschuhe werden ausgezogen und zwar jetzt sofort auf der Stelle. Gut, und ich möchte bitten, dass mal meine Kollegin sie ein bisschen abtasten kann bzw. absuchen kann, dass wir mal vielleicht haben wir was in den Taschen drin. Wir müssen natürlich jetzt mal klären, wo ist hier was geblieben. Ne? Das habe ich bei Ihrer Kollegin auch gemacht. Das heißt erstmal noch gar Ihre nicht. Aber ich gucke natürlich dennoch überall nach, ob die Zugang zu dem Zimmer hat. Ne? Sind Sie so nett und würden die mal ausziehen? Dann kann ich mir mal die Hände angucken. Ja? Doch, wäre ganz toll. Ja. Hm? Ja? So. Soll ich Ihnen helfen? Okay. So. Was ist mit dem Ring? Der Ring. Ist es der Ring? Ist das der Ring von Ihnen? Das ist doch mein Ring. Also das kann doch wohl nicht wahr sein. So. Was haben Sie mit meinem Ring zu tun gehabt? Also, ja, okay, ich hab den Scheißring genommen. Also, aber das ist mein Mann, wie für mich wollte. Ich will keine Dienerin, okay? Ich habe das doch nur gemacht, um Sie. Und das ist nicht so laut. Das geht nicht. Du läufst hier rum und du klaust Sachen? Bist du denn? Das kann doch nicht wahr sein. Ja, weil seitdem du hier arbeitest, wirst du die ganze Zeit bevorzugt, ja? Ich will genauso die Teilzeitstelle, wie das Sie haben. Und ich habe das nur gemacht, um das irgendwie ihr in die Schuhe zu schieben. Jana, und du weißt, ich brauche den Job wegen meiner aber Mutter. Ich brauche ihn genauso. Aber was wollten Sie denn mit meinen Ring dann machen oder so? Ich will keine Dienerin, okay? Ich finde ihn sowieso jetzt nicht, den Ring. Okay, können wir jetzt ein bisschen leiser werden? Das hat Konsequenzen. Na? Du kannst nach unten gehen, deine Sachen packen und dann möchte ich dich hier nicht mehr sehen. Toll, jetzt habe ich auch noch wegen dir meinen Job. Verständlicherweise. Also unser Tipp als Polizei für Gäste eines Hotels. In erster Linie würde ich dafür sorgen, dass wertvolle Dinge in dem Hotel-Safe eingeschlossen werden oder falls dieser nicht vorhanden ist. Ja, vielleicht die wichtigsten Dinge einfach mitnehmen und am Mann haben sozusagen, gar nicht irgendwie auf dem Tisch oder im Zimmer liegen lassen, dass da irgendwie die Gefahr besteht, dass da ja, Arbeitskräfte, Putzkräfte oder Unbeteiligte irgendwie Zugriff haben. Das Zimmermädchen muss sich wegen Diebstahls, falscher Verdächtigung und Freiheitsberaubung verantworten. Die Hotelgäste wurden mit einer Gratisübernachtung entschädigt.